Hi Leute und herzlich willkommen zu meiner neuen Morgenroutine jetzt in den Weihnachtsferien. Als erstes nehme ich immer mein Buch am Morgen und versuche ein bisschen was zu lesen, da das so eine Sache ist, die ich in der Schulzeit irgendwie viel zu oft vernachlässige, weil ich da nicht so viel Zeit habe. Und deswegen mache ich das sehr gerne jetzt in den Winterferien, beziehungsweise Weihnachtsferien sind ja. Und ich stehe meistens so zwischen 7 und 8 Uhr auf, manchmal ein bisschen später, manchmal ein bisschen früher, je nachdem, wann ich am Abend zuvor ins Bett gegangen bin. Und ja, lese dann einfach so ein bisschen. Eine neue Gewohnheit, die ich momentan versuche mir anzugewöhnen, ist Morning Pages zu schreiben. Das heißt, jetzt nicht morgens dann immer an meinen Schreibtisch, mache meistens eine Kerze an, aber nicht immer, weil ich Angst habe, dass ich mein Haus abfackel. Aber ja, und dann versuche ich einfach drauf loszuschreiben und wirklich alle Gedanken, die in meinen Kopf kommen, einfach so runterzuschreiben, ohne Punkt, ohne Komma, ohne drüber nachdenken, einfach alles, was ich gerade denken muss, an was ich gerade denken muss, einfach aufschreiben. Das ist nämlich so eine kreative Schreibaufgabe, das heißt auch wirklich Morning Pages. Und es hat mir bisher schon sehr geholfen, so ein bisschen Klarheit am Morgen zu kriegen, und ich schreibe danach immer noch eine To-Do-Liste am Anschluss daran direkt. Und ja, also ich wünsche, das würde ich auch viel öfter machen, da ich das auch oft vergesse oder dann irgendwie keinen Bock habe morgens. Aber das ist wirklich eine sehr, sehr wertvolle Gewohnheit, finde ich. Und ja, ich wollte bitte nicht darüber reden, wie ich meinen Kalender aufgebaut habe, denn eigentlich plane ich ja digital und mache alles, was meine Organisation angeht, auf meinem Handy oder auf meinem Laptop. Aber ich habe jetzt seit einiger Zeit auch so einen richtigen analogen Planer, weil ich es irgendwie ganz gut fand, auch mal To-Do-Listen richtig aufzuschreiben. Und ja, wie man sehen kann, ich nehme das Ganze nicht so ernst, was die Sauberkeit angeht, sondern ich klemme das einfach irgendwie rein, damit ich alles an einem Platz habe. Also ja, das ignorieren wir mal. Und dann zünde ich die Kerze auf, wo ein riesen Rauch erstmal aufsteigt, mache direkt das Fenster auf, um den Rauch rauszulassen. Und dann geht es auch schon daran, mich fertig zu machen. Das ist eigentlich jeden Tag ein bisschen anders. Aber ja, heute, an diesem Tag, habe ich meine Haare gemacht. Und das war auch das erste Mal, dass ich meinen neuen Lockenwickler und Lockenstab ausprobiert habe. Ich mag das eigentlich gar nicht, so meine Haare mit Hitze zu bearbeiten. Aber ich habe diesen Lockenstab neu bekommen, beziehungsweise habe ihn mir zu Weihnachten gewünscht und bin jetzt gerade aus. Und ja, es hat ganz gut geklappt. Also ich weiß, ich bin irgendwie gar keine Expertin, was so Styling angeht. Falls ihr irgendwelche Tipps habt, dann sagt mir bitte unbedingt Bescheid, weil man sehen kann, ja, es war jetzt okay. Aber es ist auf jeden Fall noch verbesserungsfähig. Und jetzt mal ganz kurz, um euch zu zeigen, wie ich meine Frisur eigentlich immer mache mit meinen Curtain Bangs. Ich mache meine Curtain Bangs immer nach vorne und setze dann meinen Haarreifen so nach hinten auf. Genau, so mache ich meine Frisur eigentlich fast jeden Tag. Genau. Danach geht es dann runter zum Frühstück. Meistens esse ich alleine, weil meine Eltern und meine Schwester noch schlafen. Aber an einigen Tagen essen wir dann noch zusammen jetzt in den Weihnachtsferien. Das ist eigentlich richtig schön. Und dann haben wir schon unseren Adventskranz angezündet. Ich habe noch Flo begrüßt am Morgen, natürlich wie immer. Und nach dem Frühstück geht es dann hoch wieder ins Badezimmer, wo ich meine To-Do-Liste nochmal checke, gucke. Und dann auch Vitamin D nehme, weil ja, ab dieser Jahreszeit brauche ich einfach Vitamin D, um irgendwie durchzuhalten. Und dann am Wochenende gebe ich immer noch Deutschunterricht, was ich dann auch heute getan habe. Es war sehr spannend mit meiner Schülerin. So, und jetzt habe ich hier gerade Deutschunterricht gegeben, bin jetzt fertig damit und nach dieser Sache beginnt eigentlich auch schon mein Tag und meine Morgenroutine ist somit abgeschlossen, weil jetzt jeder Tag ein bisschen anders ist. Ich versuche halt morgens immer noch was für die Schule zu machen, so eine halbe Stunde, weil ich jetzt auch leider in den Ferien ein bisschen was für die Schule machen muss. Setze mich dann gerne hin für eine halbe Stunde und versuche ein bisschen was zu arbeiten, aber ansonsten ist einfach jeder Tag anders bei mir und ich kann jetzt gar nicht sagen, dann mache ich direkt das oder so, weil einfach jeder Tag anders ist. Momentan ist es einfach so, dass ich das einfach für YouTube mache und für TikTok, weil ich dort momentan versuche, bei TikTok jeden Tag was hochzuladen und bei YouTube dreimal die Woche. Also folgt mir auch sehr gerne, falls ihr mehr Content sehen wollt. Ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert gerne meinen Kanal für weiteren Content. Und ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche und einen wunderschönen Tag. Und dann bis sehr bald mal wieder. Tschüss!